Die Kriminalisten wollen sichergehen, dass der Verdächtige vollkommen nüchtern ist. Kai-Uwe Kadagis beobachtet deshalb mit der Tante die Befragung des jungen Mannes durch Klaus Schäfer. Das Krankenhaus hat uns gesagt, dass sie im Grunde genommen MDPV-Intus hatten. Ist ja jetzt ganz normal. Ist er jetzt also wieder so, dass er... Ich denke, er ist ein bisschen aufgeregt jetzt, aber ansonsten ist er normal, ja. Hat er Erfahrung mit der Polizei? Das ist eine längere Geschichte. Also er war mal in so ein bisschen komischen Kreisen. Das ist jetzt aber schon 2 Jahre her und ich habe ihn dann zu mir geholt. Und seitdem hat er sich eigentlich total verändert zum Positiven. So, und jetzt habe ich ja hier einen Rucksack, wo Geld drin ist. Können Sie mir denn erklären, wo Sie das hier haben? Ich habe keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung? Ich habe das noch nicht gesehen, nein. Ja, hätte ich auch nicht an Ihrer Stelle. Weil das ist ein netter Überfall gewesen. Ich habe mit dem Überfall nichts zu tun. Und ganz schön nervös, ne? Ist man noch, wenn man bei der Polizei sitzt, oder? Ja, vor allem, wenn man sowas gemacht hat. Ich habe das nicht gemacht, wirklich nicht. Wissen Sie denn, wo Sie gewesen sind? Ich weiß noch, dass ich in der Firma war von meiner Tante. Welche Firma? Speditionsfirma, wo die arbeitet. Und ich bin da hingegangen, weil ich eine E-Mail bekommen habe auf mein Handy, in der ich ein Angebot bekommen habe. Also meine Tante hat geschrieben, dass ich ein Angebot habe für einen Job und ich soll ganz schnell zum Vorstellungsgespräch in die Firma kommen. Das habe ich schon auch gemacht. Ich habe dem überhaupt gar keine E-Mail geschrieben heute. Nee, wie kommt er denn jetzt? Loggen Sie sich mal in Ihren E-Mail-Account ein und zeigen Sie mir bitte einfach Ihren gesendeten Ordner. Dann können wir das ja relativ schnell nachvollziehen, ob Sie da eine E-Mail geschickt haben oder nicht. Wollen Sie mich ein bisschen verscheißern? Nee. Sie gehen dahin, wenn Sie ein Angebot für die Firma haben und kommen mit einem Rucksack voller Geld wieder und überfallen dann eine andere Frau? Ich weiß nur noch, dass ich was getrunken habe von der Arbeitskollegin von meiner Tante. Und dann weiß ich nichts mehr. Wie heißt die? Astrid. Astrid, die hat sie in Empfang genommen. Genau, genau. Klaus? Ja. Das ist seine Tante. Hallo, ja. Hallo. Klaus Schäfer. Das ist ihre Tante, ja. Ich habe dir keine E-Mail geschrieben, Tom. Mhm. Doch, hast du. Nein, ich habe dir sie keine. Hat sich mal auf unserem Rechner mit ihrem privaten E-Mail-Account eingeloggt. Und das ist ihr Gesendet-Ordner. Da ist keine E-Mail an Ihren. Tatsächlich ist da heute keine E-Mail von Ihrem Privataccount an ihn gesendet worden. Nee, das kann echt nicht sein. Doch. Ein bisschen komisch. Tom. Nein. Herr Wolbert. Da ist keine Mail drauf von Ihrer Tante. Da ist keine E-Mail. Ja, das hat jemand gelöscht oder so, keine Ahnung, aber du hast mir eine E-Mail geschickt. Nein, ich hab dir. Ich würde es doch jetzt sagen. Wo Sie hat mir diese E-Mail geschickt. Wo ist die Mail bei Ihnen angekommen? Auf mein Handy, wie immer. Also. Wo ist Ihr Handy? Das habe ich nicht bei mir. Wolbert, ich habe Ihr Handy nicht dabei, das gibt's doch gar nicht. Ich muss überlegen. Ich hatte. Ich weiß, wer die E-Mail hat. Ja, die. Das habe ich dir noch nicht erzählt. Ich habe eine neue Freundin, die heißt Lisa. Und ich habe ihr kurz bevor ich zum Vorstellungsgespräch gefahren bin, habe ich ihr die E-Mail weitergeleitet, weil ich eigentlich mit ihr ein Date heute wieder hatte. So. Ja, aber das und, ist gut. Sie hat die E-Mail auf jeden Fall, denke ich. Ja, dann abenteuerlicher. Wie heißt denn die Freundin? Lisa Kastein. Das hängt jetzt alles von der E-Mail ab, was der Torben uns erzählt hat. Wenn die Freundin uns die E-Mail jetzt nicht bringen kann, dann sieht das für ihn hier verdammt schlecht aus. Sie dürfen nicht gehen, Sie bleiben hier. So, wir gehen einmal telefonieren. Genau. Sie müssen mit raus, du bleibst bei ihm. Genau. Kommen Sie bitte mit raus. Die Kommissare bitten die Freundin des Verdächtigen auf die Wache. Ihre Befragung wird entscheiden, ob der 20-Jährige lügt und die Tat begangen hat oder tatsächlich die Wahrheit sagt. Frau Karstein, Sie sind die Freundin von dem... Wenn was ist, ich bin unten. Alles klar. Alles klar. Danke. Super, danke. Das ist die Tante. Frau Karstein, nehmen Sie doch bitte mal Platz. Ja, wir haben Sie herbestellt. Und zwar, Sie kennen einen Torben Wolwood, richtig? Ja, das ist mein Freund. Ist Ihr Freund? Genau. Wie lange sind Sie mit dem befreundet? Also es ist mein fester Freund, also wir sind jetzt schon seit einem halben Jahr zusammen. Okay, und war heute Morgen irgendetwas ganz Besonderes? Genau, also wir wollten uns ja eigentlich verabreden. Ja. Und dann hat er halt mir heute Morgen geschrieben, dass er halt heute Nachmittag zum Vorstellungsgespräch müsste. Haben Sie diese Mail dabei? Ja. Die Kripo-Beamten überzeugen sich davon, dass der Neffe tatsächlich von seiner Tante in die Spedition zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Kai-Uwe Kadagis fällt jedoch etwas Wesentliches auf. Klaus, ganz kurz. Ja. Guck mal hier, tatsächlich. Was? Wenn du mal siehst, der Absender dieser Mail war quasi... Dagmar Wolbert. Ja, aber nicht von ihrem Privataccount, sondern von ihrem Account in der Firma. Der 20-Jährige wird nun entlassen.
Da er sich noch nicht gut fühlt, raten die Ermittler ihm, seinen Hausarzt aufzusuchen. Auf die Kommissare macht es den Eindruck, als habe eine Arbeitskollegin seiner Tante ihn mit der E-Mail in die Firma gelockt. Fraglich ist aber, warum? Diese E-Mail ist ja nun mal definitiv von ihrem Arbeitsaccount geschickt worden. Wäre es denn möglich, dass da irgendjemand rangeht in der Zeit, in der Sie nicht da sind? Wenn dann, obwohl ich ihr das eigentlich nicht zutraue, aber wenn dann, es kann dann nur die Astrid gewesen sein. Weil sonst jetzt ist die große Frage. Also die Astrid... Hat sie Geldsorgen? Kennen Sie was aus ihrem Privatleben? Mir fällt jetzt eine Sache ein. Ja. Die Astrid arbeitete halt schon ziemlich lange da in der Spedition und ich noch nicht so lange, jetzt auch schon einige Zeit. Ja, ja, und ich hatte jetzt... Vorgestern, das hat sie mitbekommen, ein Gespräch mit meinem Chef, also ich soll befördert werden. Das steht halt jetzt an. Das hat die Astrid irgendwie mitbekommen. Also vielleicht war sie jetzt da enttäuscht. Das ist der Torben. Das ist die Astrid. Das ist hier meine Kollegin, die... Torben? Das verstehe ich nicht. Die wollten doch zum Arzt. Wo ist der Arzt? Rauskommen. Lass uns da hinfahren. Also offensichtlich sind der Neffe und seine Freundin in großer Gefahr. Ja, die Arbeitskollegin muss rausgekriegt haben, wohin die gegangen sind. Wir müssen jetzt ganz schnell zum Hausarzt hin. Die Ermittler mutmaßen, dass die angeblich überfallene Kollegin den 20-Jährigen die Tat von Beginn an anhängen wollte. Sie halten die Frau für skrupellos genug, ihn gewaltsam zu einer Falschaussage zu zwingen. Hier ist der Arzt. Okay. Was ist das? Da ist irgendwas, irgendwo Geschrei. Das kommt aus der Tiefgarage, oder? Lass uns mal überlegen. Warte mal, es macht ja keinen Sinn, wenn wir da alle so reingehen. Haben wir vielleicht irgendwo noch einen Hintereingang, irgendwas? Ich schau mal hier. Geht runter. Wir versuchen, die auf uns zu konzentrieren und ihr habt dann hinten freies Spiel. Ja. Perfekt. Lass uns raus. Oh, brennt. Schönes. Oh, was ein Scheiß. So, bleiben Sie. Wer dieses Messer noch? Was ist denn das? Was ist passiert? Die Alte ist durchgedreht. Was ist da passiert? Die ist durchgedreht. Die hat eine halbe Stunde mit Pfefferspray auf uns gesprüht. Und, ja. Ihr habt es doch nicht besser verdient. Das ganze Pfefferspray. Das ist mein Job. Was ist dein Job? Geht es hier um die Beförderung? Ja, die Beförderung. Das steht ja im Ernst. Die steht hier. Was kann der Turm dafür? Ja, ihr seid doch alle aus einem Holzschnitt, die ganze Familie. Wenn man langjährig im Dienst ist, dann gibt es ja immer wieder Sachen, die man noch nicht erlebt hat. Was mich hier an der ganzen Geschichte eben so extrem beeindruckt hat, war die Gewaltbereitschaft. Diese Intensität, mit der die Täterin hier ihre Forderungen durchsetzen wollte. Ich bin gerade total durcheinander. Ich komme gar nicht mehr klar auf das alles hier. Begleiten Sie und kommen hinterher dann nochmal zur Dienststelle. Okay. Die Täterin wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Verleumdung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz belangt. Sie wollte es so aussehen lassen, als hätte ihre Kollegin den Überfall gemeinsam mit ihrem Neffen begangen.